Gut, wir haben ja gestern Meister der Lehren der Scherbenwelt abgeschlossen und ich habe ja gesagt, wir wollen heute zur Insel von Keldanas. Das Portal ist hier drüben. Hier kriegt man eine Quest, Die Naru haben uns nicht das verlassen. Sonnenbrunnenportal aufrechterhalten. Beschafft 10 eingeschmuggelte Mana-Zellen und kehrt anschließend zu Ex-Arch-Nasun auf der Terrasse des Lichts zurück. Wo? Annehmen. Kionis Akka. Wir müssen jetzt wieder in den Shergrad. Da oben müssen wir jetzt hin. Jetzt ist die Frage, nach wo fliegen wir da? Am besten Ruanwald. Öffnet euer Herz dem Ewiger Lichte. Hain, genau. Also 10 Mana-Zellen und dann werden wir, glaube ich, zur Insel von Keldanal geschickt. Ja, was man hier durch die Gegend geschickt wird, das ist nicht mehr normal. So, was haben wir hier eigentlich alles zum Verkaufen? Alter Schwede, haben wir wieder viel Zeug. Was haben wir hier? Geht jetzt nicht. Sauerei. Ranzen eines Grubenlords. Ja, der kann weg. 20 Platzbehälter braucht man nicht. Das können wir benutzen, bevor wir es verkaufen. Das können wir behalten. Das behalten wir. Das behalten wir. Das kann eigentlich verkauft werden. Der Rest kann alles weg. Das hier müssen wir noch öffnen dann und das benutzen. Okay. Jetzt sind wir da bald da. Mann, Mann, Mann. Immer diese scheiß lange Fliegerei. Zwei Minuten sind wir jetzt schon unterwegs. Ja, hier gab es zum 10. Geburtstag ein Krach-Bumm-Schlachtschiff. Und zwar bei Spielzeug. Spielzeugkiste. Krach-K. Krach. Krachbumm. Hä? Hier, Krachbumm Kampfpot ist für die Horde und Krachbumm Schlachtschiff ist für die Allianz. Also wenn man eins von den beiden, ich habe das auf der Hordenseite geöffnet und da wurde das hier gleich mit freigeschaltet. Man kann es verkaufen, was wir dann auch tun werden. Und ja, dann gab es halt noch, dass man während dem Geburtstag, also während dem Geburtstag gab es ja noch ein Päckchen, das habe ich aufgemacht. Da hat man Ruf extra gekriegt während des Geburtstags. Habe ich aber jetzt nicht benutzt. Also, ja, ich glaube, das Ding hat eine Stunde gehalten oder so. Und ich konnte mich leider nicht aufraffen, Ruf zu farmen. Weil, ja, Ruf farmen. Ja, für alte Sachen muss jetzt nicht unbedingt sein. So, wir müssen einmal hier oben hinfliegen. Wir sind endlich angekommen. Nach fast 4 Minuten.
Wir sammeln das hier ein, benutzen dann hier Ruhestein nach Borallus, um dann schneller in Shatra zu sein. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir die killen oder einfach nur Zeug einsammeln? Ich weiß es nicht mehr. Nee, wir müssen killen. Oder auch nicht. Was? Phasenvorrichtung? Ah ja, okay. So, und hier sehen wir jetzt diese Kisten. Die müssen wir einsammeln. 10 Stück, das müsste eigentlich schnell gehen. Und ich glaube, wenn man sich... Nee, kann nicht sein. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man Schaden nimmt von so einem Phasenwurm, kommt man da wieder raus. Aber das wäre ja Unsinn, weil damals zu Burning Crusade-Zeiten musste man die ja bekämpfen. Da hat ja nicht ein Schlag gereicht. Deswegen, das kann nicht sein. Was ich da erzählen wollte. Wir können es aber gerne nochmal austesten gleich. So, jetzt haben wir alle 10. Wir nehmen einmal kurz Schaden hier. Nö, also... Ist doch nicht. So, dann Ruhestein nach Borallus. Ja, da war ich jetzt auch ewig nicht mehr gewesen. Also somit mit dem Start von... Nicht so laut... Alter, was laute Musik. Ja, mit dem Start von WoW Classic habe ich wirklich gemerkt, dass das aktuelle mir nicht so viel Spaß macht wie das alte Zeug. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, aktuell ist besser als alt, aber... Ja, kann natürlich auch sein, ich spiele jetzt WoW seit Anfang, dass... Nostalgiegeschwärme. Ja, kann sein. Kann sein. So, beenden. So, was haben wir hier gekriegt? Vorratspaket. Brauchen wir nicht herstellen. Aha. Juwelen. Ja, wir verkaufen erstmal. Und dann gehen wir mal auf die Insel. Zeige ich euch mal die Insel ein bisschen. Weil wir waren da, glaube ich, noch nicht gewesen. Ja, die können auch weg. Benutzt eh heute keiner mehr. Hä? Ich habe den Sack voll Edelsteine doch gerade eben aufgemacht. So, gut. Dann ab zur Insel von Keldanas. So, wir können hier nicht fliegen. Da geht gar nichts. So, wir gehen einmal hier rein. Also hier auf der Insel, es gibt nur Dailies. Zum Beispiel, kenne deine Leylinien. Ja komm, wir machen mal.
Astromantin Danarian möchte, dass sie den Kristall des Astromanten am Blutkristall am Portal auf dem Platz der Morgenröte und in der Nähe des Nagerschreins an der Küste der Grünkiemen benutzt. Die Schlacht muss weitergehen. Herold Inuro möchte, dass sie 6 Dämonen der brennenden Legion und den Abgesandten des Hasses auf dem Platz der Morgenröte niederstreckt. Benutzt das Banner der zerschmetternden Sonne, um den Körper des Abgesandten des Hasses aufzuspießen. Die Luftangriffe müssen weitergehen. Kampfmagierin Arina möchte, dass ihr mit Eiren Wolken Brecher sprecht, sobald ihr bereit seid, zur Todesschneide zu fliegen. Tötet dort mit Hilfe von Arkanaufladungen 2 Oberanführer der Grube, 3 Zauberer der Ereda und 12 Rachevollstrecker. Der Tag der Abrechnung wird kommen. So, wir wechseln mal das Reittier. Hier ist eine Daily. Das Licht euch umarmen. Eure weitere Unterstützung. Ankoretin Ayuri in den Sonnenweiten auf der Insel des Sonnenbunds möchte, dass ihr 10 Gold spendet. Komm, können wir direkt beenden. 165 Ruf und wir sind jetzt freundlich bei denen. Hier drinnen gibt es keine Quest, die gibt es oben. Und zwar, hier geht's hoch. Da geht's dann weiter nach oben. Hier kriegen wir eine Quest. Den Feind vom Leibe halten. Verteidiger Kalan möchte, dass ihr mit Eirenwolkensprecher redet und über die Flotte mit Verstärkungstruppen der Dämmerklingen hinwegfliegt. Benutzt, solange ihr fliegt, das brennende Öl, um die Segel in Brand zu setzen. Erschlagt 6 Reservisten der Dämmerklingen, nachdem ihr gelandet seid. Gute Gesundheit, langes Leben. So, da unten ist eine Quest, die holen wir uns dann. Und hier oben drinnen gibt's eine Quest. Vernichtet die Dämmerklingen. Magister Ilasta möchte, dass ihr 6 Beschwörer der Dämmerklingen, 6 Blutritter der Dämmerklingen und 3 Bogenschützen der Dämmerklingen niederstreckt. Und hier gab es dann Was ist euer Begehr? Die Sachen, wo zum Beispiel, hier zum Beispiel, Gamaschen des bezwungenen Verteidigers. Sind Sachen, die in Raids getroppt sind und die konnte man damals umtauschen. Heute klickt man einfach drauf und erschafft sich einen Gegenstand. So, wir müssen jetzt nochmal hier runter. Hört jetzt nicht auf. Schmiedin Hauta möchte, dass ihr Myrmidonen der Dunkelflossen, die sich im Osten befinden, tötet und ihre Schlüssel dazu verwendet, um 3 Stück Erz aus ihren Truhen zu stehlen. Waffen von Atamal. Schmiedin Hauta möchte, dass ihr 5 Stück gereinigtes Metall von Atamal herstellt. Um dies zu tun, müsst ihr Waffen der Atamal auf ihrem Amboss in der Waffenkammer der Sonnenweiten auf der Insel von Keldanas zerlegen. So, also, wir haben jetzt eine Menge Quests hier bekommen. Guck mal kurz auf die Aufnahmezeit, 13:55. Ich guck mal, ich glaube, hier war noch irgendwo eine Quest hier drüben. Eure Wurzeln wiederentdecken. Mana im Hafen der Sonnenweiten möchte, dass ihr zur Messadon-Höhe in der Scherbenwelt reist, 5 Messadon-Wurzeln sammelt und wieder zu ihr zurückkehrt. Echt jetzt. Ich glaube, die Höllenfeuer-Halbinsel. Ja, wir müssen nochmal gucken. Nehmt das Portal von den Stufen des Schicksals nach Sturmwind. Geschäft geöffnet. Mana im Hafen der Sonnenweiten möchte, dass ihr 5 Blutbeeren von den Büschen auf Keldanas sammelt. Zeit ist Gold.
Und hier unten ist noch eine. Oder drüben auf dem Schiff im Meer. Ja, und das sind alles Dailies. Heißt, hier konnte man wirklich eine Menge Quests jeden Tag machen. Belästigung an der Küste der Grünkiemen. Kapitänin Valindra möchte, dass ihr 10 Grünkiemen-Sklaven befreit und zu ihr zurückkehrt, sobald ihr damit fertig seid. Sie befindet sich auf der Silbermondstolz im Hafen der Sonnenweiten. Haltet den Kurs. Also, wir haben jetzt eine Menge Quests. Wir werden die dann morgen alle machen. Also wirklich alle. Und ja, dann war's das hier in der Schermwelt, wenn wir dann morgen fertig sind. Dann geht's erstmal zum aktuellen Content zurück. Dann bis morgen.